alle zu sehen. Ich bin Lisa, ich arbeite in der Lause und ich habe eine Grußbotschaft für euch. Liebe Leute aus der Hermannstraße 48, wir senden euch solidarische Grüße aus der Lausitzer Straße 10 und 11. Die aktuelle Pandemiesituation macht politische Kämpfe schwierig. Abstand halten, sich isolieren, die Angst um die eigene wirtschaftliche Existenz, Sorgen um die eigene Gesundheit und die der anderen, all das wirkt sich auch auf unsere Kämpfe aus. Wie schön ist es deshalb, dass wir hier zusammen für ein Recht auf Stadt für alle demonstrieren. Denn solidarisches Handeln ist gerade in einer Krise wie dieser wichtig. Mit der Pandemie wird die Frage danach, wem die Stadt gehört, nur drängender. Denn die Kosten der Pandemie werden mit finanziellen Kürzungen in allen öffentlichen und sozialen Bereichen bezahlt werden. Die Kosten der Pandemie, die auch darum so hoch sind, weil gegen alle Vernunft und Gesundheit die Wirtschaft am Laufen gehalten werden soll. Vor diesem Hintergrund ist es umso dringlicher, den Ausverkauf der Stadt und die Verdrängung von Wohn- und Gewerbemieterinnen zu verhindern. Liebe H48, wir, die Lause, wir sind ein bisschen wie ihr. Wir agieren gemeinsam, wir sind viele und vieles, politische und künstlerische Initiativen, Handwerkerinnen, Kleingewerbetreibende, Wohnmieterinnen, Musikerinnen und Wissenschaftlerinnen. Wir betreiben Werkstätten und Archive, forschen, machen Filme, Fotos und Kampagnen, schreiben Texte, programmieren und unterrichten, gestalten und übersetzen. Wir sind Nachbarinnen. Zwischen unseren vielen Treppenaufgängen, Etagen und Fluren haben sich Kooperationen, Netzwerke und Vertrauen gebildet. Die Lause wurde von der Stadt vor vielen Jahren für einen kleinen Preis an einen Investor verkauft, der daraus Luxuslofts machen wollte. Nach Jahren des Protests, nach Jahren voller Demos, Kundgebungen, Versammlungen, Plakataktionen, Go-Ins und Bündnisarbeit sieht es nun so aus, dass der Senat die Gewerbehöfe der Lause vom jetzigen Eigentümer zurückkaufen wird. Ja, genau. Darüber freuen wir uns nämlich auch sehr, aber es reicht uns auch nicht. Wir sehen uns nicht als isoliertes Hausprojekt, sondern als Teil des Kampfs für eine Stadt für alle. Ihr in der Hermannstraße seid ein ganz ähnliches Projekt. Auch ihr seid eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe, ebenso wie das die U-Bahn 67 ist oder Ratibor. Wir wollen, dass es eine Sicherheit für all diese Komplexe gibt und auch für alle, deren Namen wir nicht kennen. Darum stehen wir heute hier an eurer Seite. Der Vorgängersenat hat den Ausverkauf der Stadt vorangetrieben. Wir erkämpfen sie uns jetzt Stück für Stück zurück. Darum sehen wir den Senat in der Verantwortung. Wenn wir schon in die Bresche springen müssen, um seine Fehler auszubügeln, dann muss er zumindest nachträglich unsere Erfolge im Kampf um die Stadt absichern. Wir wollen Kreuzberg davor bewahren, zum seelenlosen Start-up Airbnb, Lieferando, Café Einstein Stadtteil zu werden, in dem Mieten in den Himmel steigen. In einem solchen hätten viele der hier noch lebenden und arbeitenden Nachbarinnen auf Dauer keinen Platz mehr. Wir wollen, dass der Senat Mittel und Wege findet, die vielfältigen Modelle der Gewerbe- und Wohnmischungen zu unterstützen. Wir fordern Senat und Bezirk auf, ihre gesamten Mieten- und Stadtpolitik zu ändern. Zugunsten derer, die in den Häusern wohnen, arbeiten und sich engagieren. Der Mietendeckel ist ein erster Schritt, zum Beispiel aber bei unseren Gewerbemietverträgen bringt er uns nichts. Unser stärkstes Argument ist der Kampf, der aufreibend ist, aber auch großartige gemeinsame Momente schafft, wie hier zum Beispiel. Wir freuen uns auf noch viele Kundgebungen, Demos, Go-Ins und Vernetzungspläne mit euch. Und sollten wir die Lause wirklich bekommen, dann freuen wir uns darauf, diesen Ort mit euch zu teilen. Ein riesen Dankeschön an euch alle. Lause bleibt und Lause lebt.